Servus, hi, ich bin's wieder, Tim vom Upside Down. Ich darf euch heute einen wirklich geilen Schirm vorstellen, den Flysurfer Peak. Den haben wir hier auch als Testkeil in 11 Quadratmeter. Grundsätzlich, was ist der Peak für ein Schirm? Der Peak ist, wie man erkennen kann, ein Single Skin Kite. Das bedeutet, er hat nur eine Schicht. Hat den riesen Vorteil, er ist vom Gewicht her unfassbar, wirklich unfassbar leicht. Das heißt, er fliegt bei extrem wenig Wind, je nach Größe, um die 5 Knoten. Dann hat er natürlich, dadurch, dass er weniger Material hat, auch ein extrem kleines Packmaß. Hat allerdings vom Flysurfer hier an den Tipps quasi die Form eines Closed Cell Kite. Das bedeutet, oben ist ein Einlassventil und hier ist eine geschlossene Kammer bis auf zwei kleine Öffnungen, damit eben Sand, Wasser und Dreck auch wieder rauskommen kann. Die bieten eben den riesen Vorteil, dass er auch im Flugverhalten noch schön stabil und direkt ist. So, für was ist der Peak gedacht? Der Peak ist eigentlich gedacht als Snowkite-Schirm, als Landkite-Schirm und mittlerweile gehen auch sehr, sehr viele Leute mit dem Schirm am Wasser foilen damit, weil er sich eben an der Bar extrem leicht und schnell anfühlt. So, das ist natürlich ganz, ganz wichtig beim Snowkiten oder beim Landkiten, wenn der Wind stärker wird, das Safety-System, das Auslösen. Da hat der Peak ein wirklich einzigartiges System, dass hier zwischen der A- und B-Ebene diese Ösen sind. Das heißt, wenn ich jetzt auslöse, was macht der Schirm? Er zieht sich zusammen wie eine Ziehharmonika. Hat den riesen Vorteil, er ist sofort drucklos und das Geile ist, er ist nachher nicht irgendwie vertängelt, da sind keine Leinen rumgewickelt. Ihr könnt ganz einfach euch bei der Bar den Chicken Loop wieder zusammenbauen, die Leine nachlassen und das Ding sofort wieder starten. Wie gesagt, das ist unser 11er als Testschirm. Kommt jetzt auch bei der kälteren Jahreszeit bei uns vorbei. Probiert das Ding aus. Das ist echt eine geile Geschichte. Wir sehen uns am Wasser.